Hallo in die Runde und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf dem Camper Thomas Kanal. Ich habe euch ein Update versprochen vom Stellplatz in Simbach am Inn. Das ist er jetzt gerade nicht, denn ich möchte einmal anders beginnen. Das ist ein Versuch für euch. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob euch sowas gefällt. Und zwar geht es darum, euch auch mal zu versuchen, ein bisschen was von der Gegend zu zeigen. Der ein oder andere hat vielleicht mein Scuddy-Video gesehen und dann weiß er auch, der Scuddy verbindet für mich zwei ganz wesentliche Dinge. Einmal natürlich die Mobilität beim Campen und zum anderen viel Spaß beim Fahren. Jetzt dachte ich mir, ich nutze ihn auch noch weiter und versuche einfach mal Eindrücke aus der Gegend für euch einzufangen. Das heißt, nicht einfach nur vom Stellplatz zu berichten und dort zu erzählen, was es in der Nähe alles gibt, sondern das Ganze mal, so weit es geht, um das Ganze nicht zu sprengen, ein bisschen abzufahren, um euch auch Bilder dazu zu liefern. Für den Camper ist die Einkaufssituation in der Nähe eines Stellplatzes, denke ich, in den meisten Fällen immer sehr interessant. Deswegen starten wir heute hier am Einkaufszentrum von Simbach, am Rennbahncenter. Das heißt, wir haben hier einen Aldi, einen Edeka, einen Taco, Teddy, Kick, AWG, ein C&A, Mr. und Lady, ein kleines Tabak- und Schreibwarengeschäft und eine Apotheke. Das heißt, ich würde mal behaupten, hier sind keine Wünsche offen. Hier kriege ich alles, was ich brauche und eben sehr nah am Stellplatz. Und jetzt schalte ich eben einfach mal mein Fahrzeug ein und fahre mit euch zum Stellplatz, damit ihr seht, wie nah oder wie weit ist das wirklich. Also ich behaupte mal, das ist wirklich mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß sehr leicht erreichbar. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass mir die Windgeräusche, weil wir sind ja unterwegs, keinen Strich durch die Rechnung machen. Also ihr seht, es ist wirklich Sonntag. Hier hat jetzt alles zu. Auch ein Geldautomat ist hier. Und da vorne ist eine geschlossene Schranke. Das heißt, da komme ich jetzt nicht durch und muss mich hier an der Seite rausmogeln. So. Ich hoffe, das Bild passt. Ich habe nämlich relativ aufwendig versucht, das Gimbal an dem Körbchen vom Scuddy zu befestigen. Und da sieht man mal, dass so ein Körbchen nicht nur dafür da sein muss, einkaufen zu gehen, sondern man kann auch sowas damit machen. So, wir fahren jetzt direkt zum Stellplatz. Und ihr werdet sehen, das ist wirklich eine sehr geringe Entfernung. Und habt dann auch wirklich ja, so ein bisschen einen Live-Eindruck davon, wie es mit der Entfernung wirklich aussieht. Es geht hier noch einen kleinen Berg hoch. Bin überrascht, wie gut das Gimbal hält, wie verwackelt das Ganze ist, das werden wir dann nachher sehen. So, zweimal noch abbiegen und dann haben wir es geschafft. Ihr seht schon, das Ganze liegt ziemlich ländlich. Bedeutet,
auch ziemlich ruhig. Und ich habe gestern noch mal auf den Stellplatz geschaut. Da waren 8 Wohnmobile dort. Und jetzt schauen wir mal, was heute noch los ist. Das Wetter ist ja kein Kaiserwetter. Aber ich finde, wir sind zwar, wir Camper, am liebsten schön Wetterkapitäne, aber auch so ein Wolkenspiel, wie wir es heute haben, denke ich, hat was. So, wir sind am Stellplatz angekommen. Wer das erste Video gesehen hat, kann sich vielleicht daran erinnern. Und jetzt schaue ich mal, wie ich die ganze Konstruktion hier lösen kann, mitten auf dem Stellplatz. Aha, der Stellplatz bekommt neuen Besuch. Es ist jetzt gerade ein schönes Wohnmobil da, ein zweites kommt gerade rein. Da steht mein Scuddy und ich glaube, im Vorstellungsvideo hatte ich euch das Körbchen enthalten. Also er sieht jetzt nicht mehr ganz so sportlich aus damit, aber das Körbchen ist wirklich eine nützliche Sache. So, ja, den ganzen Stellplatz jetzt nochmal von vorn bis hinten zu beschreiben, schaut euch einfach das erste Video an. Der Platz ist schön befestigt. Es gibt hier viel Platz und mein damals einziger Kritikpunkt war die Stromversorgung. Das heißt, es haben hier wirklich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich schätze mal, locker 12, 13, 14 Wohnmobile Platz und wir haben hier nur 4 Dosen, Stromdosen, aber vielleicht wird das ja auch noch ergänzt. Zum Zeitpunkt der ersten Vorstellung hatte der Stellplatz keine Fähr- und Entsorgung. Ich habe damals schon vermutet, dass sowas kommt, das hat so ausgesehen. Und jetzt, hurra, das Ganze hat sich hier eingefunden. Ja, das heißt, wir haben hier eine schöne Grauwasserentsorgung und hier eben eine Zapfsäule für Frischwasser und hier dann eben die Kassettenentsorgung. So, und ich habe euch gesagt, naja, das ist ein Update, der Platz hat was dazu bekommen, aber jetzt nur das zu filmen, wäre ein bisschen wenig gewesen. Deswegen einfach noch ein paar Bilder dran gehängt von der Umgebung. Das heißt, ich werde nachher auch noch ein paar Bilder machen von den Innenauen, von der Kletterhalle, die auch hier zu Fuß erreichbar ist. Grundsätzlich, das Update ist klein, aber doch riesengroß. Denn ein Stellplatz ohne Fähr- und Entsorgung, man brauche ich euch nicht groß und breit erklären, was das bedeutet. Das heißt, in diesem Sinne möchte ich mich auch gerne bei der Stadt Simbach bedanken. Man sieht, der Platz wird angenommen. Es sei nochmal erwähnt, der Stellplatz ist kostenlos. Und wie gesagt, ganz toll eingefasst, sehr natürlich gehalten und hat eben jetzt auch noch eine Fähr- und Entsorgung. Das heißt, man hat darauf reagiert, man sieht, der Platz findet Interessenten und hat dann gesagt, Mensch komm, da setzen wir noch eins drauf. Und das war ja auch damals schon mein Aufruf an die Gemeinden, an die Verantwortlichen, wer auch immer das dann ist, schafft doch bitte mehr Stellplätze. Der Stellplatz hier ist fast immer voll. Ja, und jetzt sage ich das zum zweiten Mal und filme wieder mit 2 Wohnmobilen. Aber wirklich, also hier ist richtig was los. Der Platz wird gut angenommen. Wäre es nicht so, hätte man ja auch diese Erweiterung nicht durchgezogen. Wir haben gegenüber, wie schon im ersten Video erwähnt, ein Freibad und
zu Fuß erreichbar eine Kletterhalle und einen wunderschönen Sportplatz, wobei der Sportplatz ist den Vereinen vorbehalten. Es gibt hinten noch einen Bolzplatz, da könnte man noch schön kicken. Da sind auch ein paar Jungs jetzt draußen am Kicken. Und ich werde das Ganze jetzt wieder einspannen in das Körbchen vom Scuddy. Werde euch noch ein bisschen mitnehmen. Und wie am Anfang schon gesagt, bitte schreibt mir in die Kommentare, gefällt euch sowas, interessiert euch sowas, dass man hergeht und sagt, wenn man einen Stellplatz, einen Campingplatz etc. vorstellt, dann fährt man mit euch noch ein bisschen durch die Gegend und liefert euch noch ein paar Eindrücke. Ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich viel Gesundheit, allseits gute Fahrt. Vergesst den Termin im November nicht, das Fahrsicherheitstraining mit Camper Tobi und Markus von Fan4Van. Wer kein Fahrertraining möchte, muss das ja nicht machen. Es geht ja nicht einzig und allein nur darum, sondern einfach, heuer sind keine oder vielleicht noch ganz wenige Messen. Das heißt, wir sehen uns wenig und können auf diesem Weg einfach mal wieder alle zusammen ein schönes Wochenende in Augsburg verbringen. Und der Platz bekommt erneut Besuch. Aber wir verlassen den jetzt und schauen uns mal an, wie weit denn zu der beschriebenen Kletterhalle ist. Hier, wie gesagt, das Freibad. Und jetzt geht's mal kurz zur Kletterhalle. Vielleicht kann man die rechts im Bild schon sehen. Dieser große braune Turm ist der Bereich zum Indoor-Klettern. Und daneben gibt's noch einen schönen Turm, um das Klettern im Freien zu genießen. Ich bin mal gespannt, wie es sich hier mit den Bildern verhält. So, und ihr seht schon, das war jetzt die ganze Zeit, die wir brauchen, um hier zur Kletterhalle zu gelangen. Und damit wir da jetzt auch gar keinen großartig stören, filme ich das Ganze von hier. Das heißt, ich hoffe, es ist erkennbar, dieser schöne Outdoor-Kletterturm und natürlich auch nicht zu vergessen, der Skaterpark hier beim Kletterzentrum. Also hier ist immer was los. Hier sind immer ganz viele Jugendliche mit ihren Bikes, mit ihren Skateboards und zum Teil auch mit kleinen Rollern. Also die haben hier immer mächtig Spaß. Gut, und jetzt begebe ich mich Richtung Innauen, das heißt Richtung Österreich, und verabschiede mich bis gleich. So, und jetzt nehme ich euch mit direkt Richtung Österreich. Ich bin jetzt vom Stellplatz 1,5 Kilometer gefahren, das heißt also nicht weit weg. Wir sind hier immer noch auf deutscher Seite und Deutschland und Österreich wird ja hier getrennt durch den Inn. Was natürlich super, super positiv ist, dass hier wieder so viel Betrieb ist. Hier war wirklich alles leer und die Leute genießen wieder, dass sie draußen sein können. Und schon sind wir hier angekommen an der Grenze zu Österreich und werden hier mal kurz Halt machen, um euch natürlich noch ein paar tolle Bilder liefern zu können. Bis gleich. Das ist jetzt genau das, was ich anfangs gesagt habe. Ja, natürlich sind wir alle gerne Schönwetterkapitäne, aber
auch so ein schönes Wolkenmeer kann das. Wenn wir uns das jetzt mal in Ruhe auf uns wirken lassen, ist das doch eine tolle Gegend. So, weitere 1,5 Kilometer von der Grenze entfernt befinden wir uns hier, und zwar mitten in der Natur. Also das nenne ich dann Entspannung pur. Hier kann man wirklich viele, viele Kilometer Natur genießen und die Seele baumeln lassen und dann zurück im Wohnmobil auf dem Stellplatz vielleicht bei einem guten Tee oder Kaffee den Tag dann ausklingen lassen. Ich werde es mir jetzt noch ein bisschen bequem machen auf dieser sehr einladenden Bank. Auch noch ein paar Minuten genießen. Wie schon im Video gesagt, bleibt gesund, findet weiterhin schöne Stellplätze und wir sehen uns bis bald.